Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. Es ist wieder Smart Facts Time und heute stelle ich euch die Logic Machine von Embedded System vor. In der Regel gibt es für jede Anwendung im KNX-Bereich ein Gerät, was es gut kann. Es gibt Produkte, die können ein paar Sachen mehr, vor allem im Visu- oder Logikmaschinenbereich. Die Logic Machine an sich ist in meinen Augen aber die eierlegende Wollmilchsau in dem Bereich, weil sie sehr, sehr, sehr viele Punkte mit abbilden kann, wo es andere Geräte relativ schnell ans Ende treibt. Aus dem Grund haben wir uns die Logic Machine jetzt ein bisschen näher angeschaut und heute möchte ich euch ganz gerne in die ersten Schritte der Logic Machine mit hineinnehmen. Die Logic Machine an sich ist ein sehr kleines Gerät, hat gerade mal 3 TE. Von vorne unscheinbar, wenn es in der Verteilung eingebaut ist. Wir haben an Klemmmöglichkeiten einmal KNX-TP auf der Unterseite. Dann haben wir einmal ein RS-485 und eine gekoppelte Schnittstelle RS-485, RS-232. Diese RS-485 nutze ich hauptsächlich für Modbus-RTU. Auf der anderen Seite haben wir, ich drehe es mal um, eine Netzwerkschnittstelle, ein USB-Port, optional die 24 Volt Spannungsversorgung. Das Gerät kann ansonsten auch über PoE versorgt werden. Ich habe noch eine Status-LED hier oben und den Reset-Knopf, wenn mal gar nichts mehr gehen sollte. Von der Leistungsversorgung, Spannungsversorgung relativ simpel, wie gesagt 24 Volt. Ich brauchte nichts Besonderes in der Form. Was aber wirklich cool ist, das Teil braucht nur zwischen 2 und 3 Watt für den laufenden Betrieb. Das heißt, ich kriege das Ding eigentlich in jede Anlage noch mit angebunden, wo irgendwo eine 24 Volt Spannungsversorgung unterwegs ist. Ja, optisch unscheinbar, aber die wahren Stärken der Logic Machine sind im Inneren untergebracht. Und da schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ich sitze jetzt hier in unserem Showroom. Ich werde das Ding jetzt in die Verteilung einbauen und dann schauen wir uns mal an, wie die Oberfläche, die Weboberfläche von dem Gerät aussieht und was man machen kann. Die Logic Machine haben wir jetzt mal in unseren Showroom einfach mal eingebaut, in die Verteilung. Dort hängen diverse KNX-Produkte mit drin, verschiedene Dimmer. Wir haben hier im Raum auch einen Präsenzmelder mit drin. Also eine kleine einzelstehende Anlage, in der wir auch häufiger mal Versuche machen. Die Logic Machine rufe ich einfach über den Browser auf. Wir empfehlen hier entweder Safari oder Google Chrome, weil die einfach am besten damit funktionieren. Auf der Startseite der Logic Machine an sich haben wir jetzt erstmal mehrere Kacheln. Wir haben hier die Logic Machine an sich, also sprich das Backend. Wir haben die Systemkonfiguration. Wir haben hier eine Kachel für die Visualisierung, in dem Fall für Desktop oder für Touch. Wir haben die Möglichkeit, Zeitprogramme einzustellen. Die sind dann auch so dargestellt, dass der Endkunde es selbst einstellen kann und der Nutzer. Wir haben die Trendlogs und verschiedene Zusatzapplikationen, auf die wir heute nicht näher eingehen. Wir gehen jetzt mal in die Logic Machine rein. Ja, er fragt mich jetzt, dass ich mein Kennwort ändern soll, weil ich das Standard-Kennwort noch verwende. Ich habe im Vorwege einfach mal das Programm des Showrooms einfach mal eingefügt. Das läuft in der Form über ein ESF-File. Ja, ESF-File in der Form, beziehungsweise OPC ging auch mittlerweile. Das Modul an sich hat keine KNX-Applikation, sondern arbeitet wie andere Visualisierung auch als externes Gerät und empfängt dementsprechend die Daten. Und ich muss einmal die Gruppenadressen oder das Programm in die Logic Machine hochladen. Was hier jetzt ganz interessant ist, wir sehen jetzt hier gerade der Deckenpräsenzmelder, erkennt mich gerade. Das heißt, wir haben auch schon die erste Funktion, die wir gut hier dadurch sehen können. Das Gerät hat einen integrierten Bus-Sniffer bzw. einen Logger mit drin. Ich sehe jetzt in der Form, dass dieses Telegramm kurz nach 10 dementsprechend das nächste Mal oder das letzte Mal aufgerufen worden ist. Das Ganze kann ich mir dann auch aufzeichnen. Das machen wir jetzt einfach mal, indem wir diese Checkbox setzen. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie häufig dort ein neues Telegramm geschickt wird. Das Spannende ist hier in der Thematik, die Logic Machine hat auch die Möglichkeit, Telegramme aufzuzeichnen oder auch aufzunehmen,
die nicht über den ESF-File importiert worden sind. Das heißt, ich kann sie auch gut nutzen, um quasi als Bus-Sniffer einzusetzen. Und dann kann ich ältere Anlagen, für die ich vielleicht keine Applikation mehr habe, einfach auslesen. Wir haben jetzt gerade eben die Objektaufzeichnung beim Deckenpräsenzmelder aktiviert. Das sehen wir jetzt auch gerade hier schon. Er zeichnet jetzt munter auf und ich kann mir diese Daten dann dementsprechend auch nochmal zeitgemäß nochmal aufrufen und kann mir die dementsprechend anschauen. Die Logic Machine an sich ist aber auch ein Logikmodul. Nicht, sonst würde es auch nicht Logic Machine heißen. Die Logiken werden hauptsächlich in Lua programmiert. Lua ist eine Programmiersprache, die auch unter anderem in der Fritzbox zum Einsatz kommt. Es hört sich alles schwieriger an, als es ist. Es gibt jede Menge vorgefertigte Skripte, auf die man zugreifen kann. Und sage ich mal, die einfachsten Anwendungen mit und oder und irgendwelche Verknüpfungen sind sehr simpel zu gestalten. Da können wir euch gerne noch ein separates Video zur Verfügung stellen. Bei den Zeitprogrammen ist es auch recht simpel. Noch ist die Liste leer. Ich suche mir jetzt einfach zum Beispiel einen neuen Datenpunkt aus und sage hier beispielsweise Warmweiß-Spot schalten. Das sind die Spots unserer Decke. Den aktiviere ich und nenne das Ding noch Deckenspot beispielsweise. Und schon ist die Zeitschaltuhr eben Funktion. Wie das eingestellt wird, zeige ich gleich noch. Trendaufzeichnung, genauso simpel in der Form wie auch die Zeitprogramme. Ich gehe nur hin, suche mir die Gruppenadresse aus, die ich ganz gerne im Trend betrachten möchte. Hole mir einfach hier den Deckenspot. Macht jetzt nicht so viel Sinn, weil es nur ein Bit ist, aber zum Beispiel reicht es. Das ist dann ein Zähler. Ich möchte gerne wissen, wie häufig wird dieser Deckenspot in einem Zeitraum aufgerufen. Hier machen wir einfach mal 5 Minuten als Taktung. Daraus hingehend wird er die Themen zusammenrechnen. Und schon ist die Trendaufzeichnung fertig. Die gucken wir uns auch gleich an. Wir haben die Möglichkeiten, Szenen einzubauen. Auch das, wie gewohnt, recht simpel. Ich vergebe einfach den Namen der Szene. Die Szene ist aktiv. Ich sage, welches Triggerobjekt die Szene starten soll. Speichere das ganze Thema und kann mir jetzt hier die verschiedenen Sequenzen zuziehen, sprich welches Objekt soll wie eingebaut werden. Auch hierzu können wir euch nochmal ein separates Video zur Verfügung stellen. Ganz spannendes Thema ist die Visualisierung. Häufig braucht man ja doch mal eine freie Visualisierung, die mir zum Beispiel ein Floorplan zur Verfügung stellt. Auch das sehr simpel. Ich bin hier im Main-Menü, kann man wieder umnennen. Hier sagen wir neuen Plan hinzufügen. Dem Plan gebe ich jetzt den Namen Showroom 2. Kann mir die Größe noch anpassen. In dem Fall muss ich natürlich die Größe vorgeben, weil die Buttons oder Elemente dementsprechend am Raster ausgerichtet werden. Verschiedene Einstellmöglichkeiten noch mit dabei. Brauchen wir aber nicht zwingend. Deswegen einfach nur den zweiten Showroom anlegen und schon geht das los. Wir können verschiedene Standard-Layouts oder auch Widgets darstellen. Auch eine ganz tolle Geschichte, wenn man die Visu ein bisschen übersichtlicher halten möchte. In der Visu oder in der Visualisierungsoption suche ich mir jetzt meinen zweiten Showroom auf. Den anderen habe ich schon ein bisschen drin rumgespielt. Man sieht, die Seite ist noch weiß. Das ändern wir jetzt mal. Wir begeben dem Grundriss zur Bearbeitung frei. Sage hier zum Beispiel auch, den Warmweiß-Spot möchte ich gerne schalten. Als Statusobjekt möchte ich ganz gerne das echte Statusobjekt haben. Das ist in der Form meine 1411. Ja, 141, sorry. So war's. Suchen wir jetzt noch aus, ob es eine Anzeige sein soll, ob es im Smartphone-Bereich angezeigt werden soll oder nicht. Das wollen wir alles nicht. Suchen uns jetzt noch ein Symbol aus. Hier gibt es diverse Symbole, die schon mit drin sind. Ich kann mir sonst aber auch meine eigenen Symbole einfach hochladen.
Da sage ich mir, ich möchte gern das und ich möchte gern das als Aussymbol. Ansonsten gibt es keine Pflichtfelder. Jetzt sage ich nur noch zum Grundriss hinzufügen. Und schon ist mein Button im Grundriss drin. Ich kann es jetzt noch verschieben, kann die Größe ändern. Sage anwenden. Speichere den Grundriss. Und schon ist meine Visu fertig. Das Schöne ist jetzt dabei, ich muss jetzt nicht irgendwas replizieren oder nochmal neu hochladen. Ich kann einfach jetzt hier drauf drücken und schon wird die Lampe dementsprechend geschaltet werden. Genauso einfach verhält es sich mit den Themen Dimmen oder Wert vorgeben. Ich nehme mir einfach meine Gruppenadresse, die mich in der Form interessiert, lade sie hoch und schon kann ich das dementsprechend steuern. Wir können ja hier einmal als Beispiel einen Dimmer mit einbauen. Ich möchte ganz gerne diesen Wert einstellen können. Das soll als Schieberegler passieren, von 0 bis 255 in dem Fall mal. Sage Speichern. Jetzt möchte ich ganz gerne dafür ein Standardsymbol haben. Wir nehmen einfach mal dieses hier. Grundriss speichern und hinzufügen. Und schon habe ich das Symbol auch mit drin. Innerhalb des Backends kann ich mir die Visu auch anzeigen lassen. Genau diese Seite. Das heißt, unsere Visu sieht jetzt so aus. Wir haben einmal den Warmweiß-Spot auf der einen Seite und hier haben wir den gleichen Warmweiß-Spot, aber mit Schieberegler. Den Schieberegler kann ich auch dauerhaft anzeigen lassen, wenn ich das würde. Bin also relativ flexibel, was das angeht. Und so kann ich meine ganze Visu nach und nach aufbauen und habe relativ viele Funktionen da noch mit einzubauen. Wir schauen uns mal hier diese Zwischenmenüs nur an. Ich kann natürlich Links hinzufügen, die auf andere Seiten gehen oder auch in verschiedene Hauptmenüs. Habe natürlich Beschriftungsmöglichkeiten. Ich kann Bilder hochladen, sei es ein Floorplan oder sei es irgendwelche Ambientebilder. Ich habe die Möglichkeit, URL-Themen abzubilden, zum Beispiel einen Webbrowser oder eine andere Anzeigen. Ich habe ein Anzeigeinstrument, das ist wie so ein Tachonadel, die ich mir reinziehen kann. Kamera-URLs, Grafiken, also alle möglichen Varianten, die man so in einer Visualisierung braucht, habe ich damit drin. Bei den Grafiken, wie schon gesagt, stehen ein paar Grafiken zur Verfügung. Über die Optik kann man jetzt philosophieren. Ich kann mir aber ganz einfach meine eigenen Symbole hochladen. Entweder als JPEG oder als SVG-Datei. Einfach hochladen und schon geht das los. Kann das Ganze aber auch entweder einzeln oder im Sammelarchiv, als ZIP-Archiv hochladen und bin so relativ schnell in der Lage, Visualisierung zu bauen. Das gleiche gilt für Hintergründe und Bilder, Schriftarten oder auch benutzerdefinierte CSS-Files kann ich auch, weil CSS-Einstellungen kann ich auch vornehmen. Bei den Werkzeugen sind so die klassischen Themen drin, was ich brauche, um die Maschine ins Laufen zu bringen, wie auch der OPC-Import oder auch verschiedene Visualisierungskonfigurationen. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Benutzer anzulegen, jedem Benutzer kann ich verschiedene Zugriffe gewähren auf verschiedene Anzeigevarianten, sodass ich das von Benutzer zu Benutzer frei einstellen kann. Eine große Stärke ist die in der Logic Machine die Modbus-Thematik. Modbus ist wie gesagt als IP- oder RTU-Schnittstelle schon mit drin. Hier gibt es die Möglichkeit, eigene Modbus-Profile anzulegen. Das ist in der Regel gar nicht so schwierig. Es gibt extrem viele Beispiele, auch im Forum von Embedded System, wo man sich diverse Beispiele runterladen kann. Sonst unterstützen wir euch natürlich auch ganz gerne, wenn es um die Profile geht. Auch hier sage ich einfach nur, wo kommt beispielsweise das Gerät her? Ich gebe den Namen an. Wenn das Profil schon hinterlegt ist, kann ich es einfach dann auswählen und schon geht das los. Es gibt diverse Energiezähler, neue Wechselrichter arbeiten auch alle auf Modbus, Heizungsanlagen arbeiten auf Modbus. Also das Thema Modbus wird im Smart Home oder im KNX-Bereich auch deutlich mehr an Wichtigkeit dazugewinnen und da unterstützt die Logic Machine extrem.
Ja, wir haben Systemmeldungen, Scriptlogs, Fehlermeldungen, wenn was aufkommt. Alle möglichen Themen, die man sich so anschauen kann. Wir können uns einmal die Visualisierungsseite anschauen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein und sehen, wen wundert es, unsere eben schnell erstellte Visualisierung. Kann auch umschalten auf den zweiten Raum, den ich irgendwo noch habe. Dementsprechend relativ simpel, aber sehr kraftvoll. Ich habe da sehr viele Möglichkeiten, da was einzustellen. Das gleiche gilt für die Touch-Variante. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, auch eine Responsive-Visualisierung darzustellen. Auch da über die Optik kann man sich jetzt streiten. Das Schöne ist, es ist zumindest mal mit drin, dass wir da mit arbeiten können. Und für die meisten Funktionen ist das auch ausreichend. Die Zeitsteuerung haben wir eben angesprochen. Wir haben uns eben den Deckenspot als Ereignis mal angelegt, oder die Gruppenadresse. Und jetzt suchen wir uns aus, Deckenspot schalten, nennen wir einfach mal ganz kreativ diese Funktion. Entweder zu einer speziellen Zeit oder zum Sonnenauf- oder Untergang, das hat auch schon mit drin. Und dann wähle ich mir nur noch aus, welche Startzeit soll das geschehen, an allen Wochentagen oder an speziellen Wochentagen, an Tage des Monats. Also ich bin da sehr, sehr frei. Ich kann auch sagen, dass an Ferien, die ich vorab eingegeben habe, es nicht passieren soll, sodass ich da auch flexibel bin. Es ist jetzt kein Ferien- oder Feiertagskalender hinterlegt, ist aber in meinen Augen auch nicht so wild. Das stellt man einmal ein und dann war es das. Und zu guter Letzt die Trendlogs. Der Deckenspot an sich, da passiert jetzt gerade noch nicht so viel, aber ich habe hier sonst die Möglichkeit, alle meine Trendlogs mir anzeigen zu lassen. Und kann die dementsprechend dann aufrufen, kann mir dann aussuchen, ob ich das in Tagesbasis haben möchte oder ob das wöchentlich angezeigt werden soll, monatlich oder jährlich. Und kann mir somit meine Daten sehr einfach visualisieren, um dann auch Rückschlüsse geben zu können, beispielsweise beim Monitoring, wie mein Verbrauch über den Tag, Woche oder Jahr aussieht. Alle Daten kann ich mir jetzt natürlich dann nochmal als Datenpunkte anschauen und so das Ganze den ganzen Tag verteilt und kann mir das dann schlussendlich auch als CSV-Datei einfach runterladen. Die große Stärke in der Deutschen Maschine ist wirklich nachher der Scripting bzw. die Schnittstellenfunktionalität und da holen wir euch ganz gerne mit. Schreibt uns gerne da eure Punkte auf, die ihr noch wissen möchtet und wir erstellen euch gerne dazu weitere Videos. Ja, also die Logic Machine an sich hat sehr, sehr viele Funktionen mit drin, die ich gar nicht zeigen konnte. Viele Sachen liegen wirklich im Detail. Was wirklich toll ist, man kriegt innerhalb kurzer Zeit Erfolgserlebnisse auch mit, sei es das Aufzeichnen von Daten, sei es die Erstellung von Logikfunktionen oder halt eben auch den Bussniffer, den ich persönlich in der Praxis immer ganz gerne einsetze, weil ich einfach so auch bei Bestandsanlagen sehr simpel meinen Busverkehr aufnehmen kann. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zum Produkt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.